Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, mit dem Dachzelt wieder unterwegs. Diesmal geht es auf einen richtigen Campingplatz. Ist für mich das erste Mal. Eigentlich Campingplatz ist für mich so eher selten der Fall. Wollte ich aber jetzt doch mal testen, wie das so ist. Und ja, ein bisschen wandern morgen. 2 Tage bin ich dort, sind wir dort. Und ja, wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran. Häuschen. Wo ist das Klohäuschen? Hier. Das da. Okay, dann muss ich an dem Klohäuschen noch ein bisschen weiterfahren. Nee, das ist ja alles verdreht. Warte mal. Wo ist jetzt das Wäldchen? Hier fängt es an. Freie Platzwahl? Da ja, nichts mehr. Freie. Doch, da vorne. Guck doch mal. Da, alles oh, frei. Ja, da stellen wir uns in den Schatten rein. Geil. Direkt am Wasser, schau, ja. Was willst du denn mehr? Passt? So, wir haben es geschafft. So, angekommen. Natürlich alles ein bisschen ungewohnt hier. Ringsherum Fahrzeuge und so weiter. Ein bisschen Chaos noch am Platz. Erstmal alles herrichten und so. Ja, das Auto schaut noch aus dementsprechend. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt mal Zeit, ein bisschen den Campingplatz zu erkunden, das Ganze mal anzuschauen. Das ist dieses Toiletten- und Waschhäuschen, das ist im Hintergrund. Müssen wir ja auch mal. Ja? Echt? Also die sind wahrscheinlich dauerbesetzt. Morgens eine Stunde. Super, passt. Die Waschbox oder Toilette oder wie auch immer. Da ist eine Dusche drin, ein Waschbecken. Seine Ruhe. Wunderbar, passt. Ganz gut, hier gibt es so Spülbecken. Passt. Waschmaschine. Wenn du länger bleibst, Waschmaschine, genau. Da ja, genau. Mhm. Passt doch. Ist doch alles da, was man braucht. Kommt was Schmackiges. Bloß die Farbe. Kommt natürlich drauf an, wer das hat, so ein Van, aber meine Farbe wäre es jetzt nicht. Trotzdem hammergeil. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Ne? Ganz nett, wir haben sogar Dachzelte mit Vorzelt sozusagen. Kann man das auch mal ausprobieren, ob einem das überhaupt liegt, bevor man sich sowas kauft. Finde ich ganz gut, die Möglichkeit. Ich selber würde es jetzt nicht nutzen. So, sind wir schon durch mit dem Campingplatz anschauen und haben uns entschlossen, ein bisschen im Schatten was zu trinken. Das kleine Ding hier, das ist wirklich Gold wert. Herrlich. So kann man es aushalten dann. Die mobile Dusche. Thank you.
von der Platzstellart her sehr schön ist hier. Man hat noch frei. Die Nachbarn sind super lustig, nett. Da haben wir schon mit vielen gequatscht. Dann gibt es noch einen, der hat ein Kido-Zelt, also das Family und so, mit dem gleichen Tarp. Also wirklich schön, so dass man mit vielen Leuten hier ein bisschen Kontakt hat auch. Alle nett. Naja, genau. Morgen mit dem Wandern, das weiß ich noch nicht, weil es ist natürlich extrem heiß, aber da so richtig Lust haben, wird sich zeigen. Aber ist ja auch schön, zwei Tage einfach mal die Füße wieder raustun, an nichts Böses denken und ausruhen, chillen, entspannen und den ganzen Kram zu Hause lassen. Stimmt's? Sí, señor. Und jetzt ist es auch bedeutend kühler geworden. Ist angenehm. Mache ich immer so. Also, ja. Aber das ist echt gut. Zum Abtrocknen. Super, ja. Das ist echt schön. Tupfen halt. Also, ich gucke, ich will es dann auch eins in Grau haben. Weil ich habe mir jetzt in Grau bestellt extra, weil Gott kennt das. Mir ist egal. Na, bunt nicht. Grün, ja, grün oder rot geht. Na, rot. Gelb. Na, 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 grau. Wenn mein Mann mit mir redet, dann mache ich das. Jetzt servus, herzlich willkommen auf dem Campingplatz Schmitzmühle. So, erste Nacht rum. Ich habe sowas von extrem schlecht geschlafen. Also nicht, ja, also nicht, weil es zu laut war im Campingplatz. Was war mir wurscht. Ich habe so Schlafstöpsel da. Aber es war einfach so, ich habe keine Ruhe gefunden so richtig. Ich bin erst um 2 ein bisschen eingedöst und dann richtig gepennt habe ich dann erst so um 7, seit heute Morgen. Dann bin aber schon um 7:30 wieder wach geworden. Also war nichts mit der Nacht. Ich bin jetzt extrem müde auch. Wir haben uns entschlossen, nicht zum Wandern, weil es einfach zu heiß ist. Und heute früh hat es brutal die Hitze reingeknallt. Es war zwar schön, dass ich die aufgehende Sonne erleben durfte, aber interessiert hat die mich jetzt nicht wirklich, weil es mir einfach zu warm war. Und ich halt so kaputt. Naja, ja, wie war es denn sonst? So fürs erste Mal Campingplatz. Ungewohnt laut. Also wenn ich jetzt ohne Schlafstöpsel hätte ich es nicht ausgehalten. Auf keinen Fall. Und halt, ja, ist halt anders, ne, als wenn man jetzt im Wald oder irgendwo im Wildcamping macht. Doch eine ganz andere Geschichte für mich. Und ja, genau so war es eigentlich, kann man nichts sagen. Also für mich ist das jetzt nicht schlimm, wenn da ein bisschen Trubel, ich wohne ja hier nicht auf Dauer. Und ohne Ohrenstöpsel, wie gesagt, könnte ich gar nicht aushalten. Ja, ansonsten, also die halbe Stunde habe ich gut geschlafen, das war super. Servus. Ah, super. Kleine Abfrischung kann man schon gebrauchen. Das ist der schwarze Regen hier. Da hinten ist so ein Viechtag. Eine größere Ortschaft halt. Boah, bin ich früher mit den Kindern oft wandern gewesen, so an dem schwarzen Regen lang. Und das kenne ich noch von früher. Ich weiß jetzt nicht von hier aus, welche Richtung das war. Da gibt es dann auch schöne, so kleine Kiesinseln und so ein bisschen. Ich glaube, das ist ringsum verteilt. Boah, super Sache. Soweit alles vorbereitet zum Abbauen. Das ist ja leider der letzte Tag. Wir müssen dann abreisen. Aber war ganz schön. Also ich muss sagen, mein Fazit so über einen Campingplatz, was ich ja wirklich nicht oft oder fast... Ja, zu meiner Motorradfahrzeit habe ich das gemacht, einmal oder zweimal Campingplatz in Frankreich war das. Das war halt nur so wirklich Mittel zum Zweck, schlafen drauf, einfaches Zelt, einwandig, nicht mal doppelt irgendwie, also kein Innen-, kein Außenzelt, nur zum Pennen und so. Da hast du nicht viel mitgekriegt, aber ich muss sagen,
so fand ich es wirklich angenehm. Toll fand ich die Toilettenduschen, also wie eine Kabine da alles, dass du eine Ruhe hast und Platz vor allen Dingen auch, dass du die umziehen kannst etc. Und das ist halt so eine schöne Atmosphäre hier gewesen. Moin. Hat mir gut gefallen, also uns. Und das machen wir mit Sicherheit auch wieder. Bloß, was ich hier upgraden möchte, ist, anstatt das Tarp, da wird es dann vermutlich dieses Vorzelt dann sein, dass man ein bisschen auch, ja, so Privatsphäre hat. Aber auch das Wildcampen werde ich hauptsächlich machen, denke ich. Und dann, wenn man irgendwo was unternehmen möchte, ein bisschen Urlaub, dann eher sowas. Dann bei einer Woche kann man das auf jeden Fall, ja, kann man aushalten. Abends ist halt ein bisschen Trubel, damit muss man auch rechnen, ist klar. Aber ich habe wirklich sehr gute Ohrenstöpsel, da kriegt man auch nichts mehr mit, das passt schon so. Und wie gesagt, viele Gleichgesinnte, die einfach nett sind. Man kommt dann wieder mal ins Gespräch oder hilft dem anderen ein bisschen oder zeigt Sachen. Mit der Solaranlage war recht beliebt, da kamen viele dann her und haben gefragt, wie das so funktioniert, ob das taugt und so weiter. Also hat mir schon Spaß gemacht. Wieso, die Leute sind auch anständig, kann man nichts sagen. Genau, das war's. Unsere erste Campingplatz-Session ist vorbei. War jetzt kein großes Video, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, der Überblick hier und so. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut derweil. Servus, ciao und bleibt gesund.